Lass uns über Dante sprechen. Über Dante Alighieri. Das ist, ich weiß nicht. Mehr so ein mystischer Schriftsteller mit Tod und Teufel und Hölle. Krasses Mittelalter. Aber auch Himmel und Hölle und Paradies. Nun gut, er nannte sein Werk Göttliche Komödie. Aber waren andere Philosophen nicht auch Schriftsteller? Dante lebte im 13. Jahrhundert, prägte das Denken seiner Zeit und lange danach. Komödie? Göttliche Komödie? Klingt so nach Shakespeare. Der lebte 300 Jahre später und schrieb mehr Dramen. Aber irgendwo hast du ja recht. Die Göttliche Komödie hat ganz schön gruselige Passagen. Tragikomisch, eine surreale Traumreise durch das Jenseits mit Happy End. Er findet seine große Liebe? Nein, eher weil er der Hölle entronnen ist und auch dem Fegefeuer. So eine Art mittelalterlicher Western vielleicht. Oder Harry Potter mäßig. Oder Herr der Ringe. Oder albtraumartig wie bei David Lynch Film. Wenn schon Hollywood. Dann 2001 Odyssee im Weltraum. Stanley Kubrick. Oh ja. Am Ende nur dieses irre Licht. Genau, genau. Erst die Hölle und dann ist er aufgestiegen ins himmlische Paradies. Und dann war er wohl traurig, als er aufgewacht ist. Kein Aufwachen, weil kein Traum. Eher eine Vision vom Jenseits. Damals waren doch alle Menschen gläubig. Überall war das Christentum. Die Leute wollten in das ewige Leben glauben. Die Dinge waren unwichtig. Stimmt. Keine Autos, kein Fernseher, keine Handys, kein Internet. Wie hat man damals bloß gelebt? Einfach unvorstellbar. Die ganzen materiellen Dinge waren unwichtig. Keine Einkaufszentren, kein Konsumtempel, nur echte Tempel, Kirchen halt. Kein Kino, sondern Träume und Visionen von Märchenerzählern weitererzählt. Naja, Einkaufszentren hatten die neben ihren Tempeln schon. Aber egal. Sag mal, haben die damals eigentlich schon gekifft? Bestimmt. Dazu Fliegenpilze und Bilsenkraut, das sie ins Bier machten, woher der Name Pilsener kommen soll. Weihrauch beim Gottesdienst, das soll ja auch THC drin sein, also Haschisch. Da fällt mir Im Namen der Rose ein, mit Sean Connery, grandioser Film. Also und dann hat dieser Dante allen seine Vision erzählt, damit die Leute träumen können? Von der Reise durch die Hölle bis in den Himmel? Ja, so ähnlich kann man das schon sagen. Aber das Schönste, Letzte und Höchste, dafür fand er keine richtigen Worte mehr. Gevatter Gott, höchstpersönlich die absolute Vision und dazu Nirvana-Gitarrenklänge von Kurt Cobain oder besser noch Metallica, Nothing Else Matters, wenn der Bass einsetzt. Da, 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 da. Okay, aber mach es bitte nicht lächerlich. Die Leute haben damals wirklich an sowas geglaubt. Und Dante hatte zum Schluss eine Art Blitzerkenntnis. Plötzlich begriff er alles, absolut alles. Die Vision verschwand und übrig blieb ein dicker Silvesterkater. Mein ganz im Ernst, mir geht es auch manchmal so im Traum, wenn es alles so schön ist. Sich irgendein Problem gelöst hat, alles ganz easy scheint und so und peng, ich wache auf. Weiß noch, dass ich die Lösung eben hatte und alles vergessen. Ich weiß aber genau, dass sie da war und gut und richtig, es bleibt so ein Gefühl übrig, dass wie... Ja, so ähnlich ist das auch am Schluss bei Dantes Göttlicher Komödie. Übrig bleibt, nein, das verrate ich dir jetzt nicht. Nur so viel. Ein Bestseller. Seit 700 Jahren. Sag schon, wie geht es denn aus? Sagen wir mal so, es bleibt Folgendes übrig. Die Kraft, die die Sterne, Sonnen und Planeten bewegt. So Matrix-mäßig? Mit so einer fetten Computersoftware dahinter? Vielleicht von CIA und NSA finanziert? Die Liebe. Warte, warte. Ich hab's gleich. Das fünfte Element. Mit Bruce Willis. Cooler Film. Bekam 98 einen Oscar für den besten Tonschnitt. Du musst auch alles ins Lächerliche ziehen.
Nein, ganz im Gegenteil. Bleib cool. Hab schon verstanden. Die verschiedenen Bereiche, in die wir heute alles einteilen, die kann man bei Dante gar nicht trennen, da sie damals noch nicht wirklich getrennt waren. Und ich denke, das ist auch gut so. Und ich setzte noch einen drauf. Du wirst das Buch lesen? Beinahe fast. Das Ganze werde, glaube ich, schon ein paar Mal verfilmt. Wenn ich mich recht erinnere, dann sogar von den Japanern als Manga-Zeichentrick. Ich muss sowieso mal wieder in meine Videothek gehen. Danke für den Tipp auch.